aus und so. Aufnahme ist an. Und jetzt kann es aber wirklich dann losgehen. Kurze Zusammenfassung wie letztes Mal. Was haben wir zuletzt gemacht? Letztes Mal war Faye wieder mit Kitan zusammengekommen. Wir haben Barts Crew kennengelernt. Dann hat Bart von dem Omnigear und von dem Fatima Jasper erzählt, beziehungsweise Mason. Und Bart ist dann auch immer dazugekommen. Faye hat überhaupt nichts mehr gesagt. Ist dann später ausgeflippt, weil alle seine Kraft benutzen wollen und er eigentlich gar keinen Bock darauf hat. Dann hat Team Rocket angegriffen, sozusagen. Die haben wir in die Flucht geschlagen. Faye hat dabei auch einen Sinneswandel erlebt und sich dann doch entschieden, dass es vielleicht, wie Bart ihm auch schon gesagt hat, durchaus wert sein kann, für was zu kämpfen. Und hat sich dann Bart angeschlossen, um Margie zu retten. Dafür sind wir in die Hauptstadt von Ave, Bledavik, eingefallen. Was heißt eingefallen? Wir haben uns reingeschlichen. Einen Plan ausgeheckt, wie Faye beim Turnier das abgehalten wird, ein bisschen die Wachen ablenkt, während Bart sich über die Wasserwege ins Schloss reinschleicht. Beim Turnier hat Faye noch einen komischen maskierten Typen getroffen, der sich Wise Man nannte und komische Sachen gesagt hat, unter anderem gesagt hat, du hast dich also gut von diesen Wunden erholt. Wo vielleicht einige jetzt schon sich denken können, was damit gemeint war. Ansonsten, das kommt noch, so oder so. Und ja, Bart hat dann mittlerweile, nachdem ich mich wie der letzte Idiot verlaufen habe, doch nochmal endlich Margie gefunden. Und als wir gerade weggehen wollten, kam Crap Gibbler. Looks like we have rats. Where do you plan on taking that girl, boy? Boy? Ha, boy. Let's see you try and call me that again. Who the hell are you anyway? You do have spunk, but I don't need to give my name to rats like you. What? Now hand over the girl. She's a very important guest. Until she tells us where a certain piece of the Fatima Jasper is, we can't allow her to be taken away. Give me a break. You think I'm gonna hand her over just 'cause you say to? Pull your head out of your ass, you Gabler geek. I assume you know where such abusive language will lead you. Uh-oh. If you truly want to protect that child, then surrender, Prince Bartholomew. Oh yeah? You know about me, huh? It's not such a bad feeling having your name known by someone as beautiful as you. Barty! Oh god. You may have had your problems with Shakan, but we won't treat you badly. Concerning Shakan, it really doesn't matter either way to us. Jerk! That's nice to know, but I can't accept it. See, for me, either way is bad. Then it's decided. Margie, hide back behind there. No, I'll fight too. I don't care, just hide. So, falls mein Mikrofon mal wieder irgendwie abschneidet, was ich sage, muss ich da nochmal die Einstellung ändern, also Bescheid sagen, wenn das passiert. Aber ich müsste es noch so eingestellt haben wie letztes Mal, also eigentlich müsste man alles hören, was ich sage. Dann, ich glaube, er hat schon, ja, das hat er schon gelernt. Hab ich ihn gerade vergiftet? Das ist mir noch nie passiert. Cool, aua. Dankeschön. Okay, sie heilt ihn. Oh, das ist ja tatsächlich... Da bin ich glatt überrascht. Ich glaube, ich habe diesen Kampf noch nie gehabt und Ramsus vergiftet. Ich wusste nicht mal, dass es geht. Aber ich glaube, ich habe auch normalerweise immer vergessen, die Waffe auszurüsten, mit der man Gegner vergiften kann. Vielleicht sollte ich mich auch mal langsam... Oh, doch nicht. Bart! Fate to the rescue. You okay, Bart? Glad you're here, Faye. Faye? What's wrong, Bart? I thought this was just a simple rescue. Shut up, this jerk butted in and slowed me down. The way he attacked.
It reminds me of someone from my past. Enough talk. Battling will reveal the truth about you. Careful, Faye. This Gibbler jerk's pretty strong. Kann ich Bart heilen? Ja. Kann ich sogar. Cool. Ich dachte irgendwie mal, Inner Healing geht nur auf einen selbst. So, jetzt macht er Mirror Stance. Und wenn man da angreift, ist das eine ganz schlechte Idee. Das ist so ähnlich wie der Skorpionenschwanzgegner in Final Fantasy VII. Also, verteidigen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie das mit Magie war. Ich glaube, Magie ging sogar. Das probiere ich jetzt mal aus. Wir haben ja neulich diese tolle Attacke gelernt. Wow. Tatsächlich, da wehrt er sich nicht. Was ich mit Famer machen würde, ist meine Angriffskraft stärken. Für gleich. Wenn ich ihn wieder angreifen kann. Und vielleicht Wild Smile. Die heilt ihn. Sie kann man übrigens nicht angreifen. Warum hat Bart eigentlich ein AP? Jetzt hätte ich fast angegriffen. Oh, ich habe keine MP mehr. Dann werde ich die Runde doch direkt mal nutzen, mir welche zu geben. Für Hagan. Jetzt sehe ich, warum Bart hat schon 6 AP. Cool. Das heißt, Bart jetzt kann jetzt neue Deathblows lernen. Dreieck, Dreieck, Dreieck X, Dreieck Quadrat X, Quadrat Dreieck X und XX. Nee, ich glaube, XX kann nur Fey lernen. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Mirror Stance. Ach, schon wieder. Dann kann ich jetzt direkt mal den tollen Frame Limiter hier benutzen. Übrigens, wenn ich den komplett ausmache, läuft es bei 800. Das ist aber ein bisschen arg schnell. Defense, Defense. Defense, Defense. Defense, Defense. Da. Und weiter. Mir ist vorhin auch aufgefallen, also ich habe ja jetzt, wie gesagt, ein anderes Grafik-Plugin, damit ich eben die Geschwindigkeit auch hochdrehen kann. Ich habe tatsächlich noch eins gefunden, mit dem das vernünftig geht, ohne dass mir der ganze Desktop oder Screen abstürzt. Ich habe aber gerade gesehen, dass damit ein Effekt nicht mehr einsetzt, was aber, glaube ich, daran liegt, dass ich das Grafik-Plugin nur noch mal richtig die richtigen Häkchen setzen muss oder entfernen. Das muss ich dann bis nächstes Mal rausfinden. He looks completely different and there's no response. Is it just my imagination? But the technique was indeed his. What's more, the name Faye, where have I?
Hey, that is my child's name. Naja, das kommt so viel später, wird das wieder aufgegriffen, dass ihr euch dann auch nicht mehr an diese Szene erinnern werdet. Aber dann bin ich wieder dafür da, um das zu tun. Leave the rest to me. Margie. Jetzt beste Attacke überhaupt. Ratten beschwören. Warum auch immer. Now. Tschüss. Is it him? Or do I only want to think so? If it is him, then I am... worthless. A reject. Guard! Double the guards in both shifts. Don't let those rats in here again. Hey, Faye, do you know where this elevator goes? I don't know. Where does it go? I'm asking you. This thing wasn't here before. Don't worry. We'll get you back home somehow. Ja, ich schätze, diese ganze Untergrundbasis-Sache, die man letztes Mal schon gesehen hat, hat wahrscheinlich Gebler dahin gebaut mit ihrer krassen Technologie. I'm not worried. Hey, Faye, how did the tournament go? I won, I guess. Mal, Voiceman ist ja einfach verschwunden. That's what I thought. I knew you could do it. Hm. Schnell weiter. Das ist übrigens auch der Gang, wo letztes Mal Shakan und Ramsos langgelaufen sind und Miang. Das heißt, hier müsste auch noch irgendwo das Schiff stehen von ihm. That's... ja, genau das da. Geblers Aerial Battleship. Aus dem gerade jede Menge Wachen rausgelaufen kommen. Are you guys in the mood for another battle? But we better get out of here and fast. Quick, run! Ja. Nein, 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 bleib weg, bleib weg, bleib weg. Guck mir nicht näher. There are intruders in the base. There are three intruders. Presently heading for the dock area. The two men may be killed. But do not harm the girl. Whoops. Faye! You're Ellie? What are you doing here? I should be asking you. Don't tell me you're the intruders, Faye. Huh? If she's in her way, just... Wait a second, Bard. Ellie is not an enemy. Not an enemy? Are you saying look at her uniform? She's a Gebler officer. Uh-oh. They're running here. Hurry, this way. Puh. Diese Fußstapfen-Soundeffekte klangen definitiv auf der PlayStation anders. Ich glaube, das kriegt. Das macht das Sound-Plugin gerade ein bisschen falsch. Wie gesagt, es fehlt auch immer noch der Reverb. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe eigentlich dasselbe Plugin wie letztes Mal. Aber ich will jetzt halt auch keine Zeit darauf verschwenden, hier irgendwie neu zu starten und etliche Einstellungen auszuprobieren. Das müssen wir jetzt leider ohne Reverb leben. Vielleicht fällt das auch nur mir auf. It sounds like they've gone. Faye, can you explain to me how you know a Gebler officer? Well, I don't know where you met her, but no matter how you look at it, she's a Gebler officer, not an enemy. Where do you get off saying that? Yes. Special Forces of the Sacred Empire of Solaris, also known as Gebler. I'm Lieutenant Elheim van Houden of the Ignis Army's 3rd Assault Division, and while returning from a mission to capture the newest model gear from a Kislev military factory, I was attacked by pursuing Kislev gears and crash-landed in your village. Im Grunde gesteht sie ihm halt gerade, dass sie mitschuld daran war, was mit Lahan passiert ist. Sie weiß ja nicht, dass er das schon mit angehört hat. I wanted to tell you, but I just couldn't bring myself to. When I heard what my crash landing in your village had caused, I couldn't tell you. I knew. Huh? Hey. I overheard you talking with Dog. Then why? It was all my fault, but I lashed out at you with my own feelings. I'm sorry.
No, it wasn't. Just forget about it. You couldn't help it. You had your own problems. But, Faye, why are you with them? I'm cooperating with Bart and his crew. We came to rescue Margie, who was taken prisoner in the castle here. I see. Hey, just a minute. Where do you think you're going? You want to get out of the castle, right? In this confusion, you can escape through the gear launch door. Great idea, but do we really buy that? I don't think so. She talks sweet, but she's probably planning to turn us over to that old bald geezer. It's a trick, Faye. Hm. Das ist doof, dass der Stream bei dir nicht geht. Ich kann nochmal eben gucken, aber bei mir ist, ja, bei mir ist alles im grünen Bereich, auch immer noch keine verlorenen Frames. Wait, Bart. Oh, jetzt habe ich verpasst, was da gerade stand. She said she'd help us, so let's go with her plan. You're always like this. Can't you see she's in Gabler? Don't be so damn trusting. It's not true. Is it Ellie? Yeah. Look where your ability to judge characters got you. Ja, ja, wenn das bei dir so ruckelt, würde ich auch dann lieber das auf YouTube gucken. Vielleicht klappt es ja nächstes Mal wieder. Schade nur, weil du jetzt einige sehr tolle Sachen noch verpassen wirst. Faye, what about you? Do you believe her? I made up my mind long ago. Hey. Ha, first you, now her. A whole lot of you can go jump off a cliff for all I care. Wait here a second. The coast is clear. Quick, follow me. This is the gear startup code. You can start any standard gear with this code. Ellie? This is all I can do for you. The rest is up to fate. Alright, let's go, Faye. What are you doing? Hurry up! Ellie, come with us. You're not the type of person suited to a place like this. Hey. You're just wasting time talking. They're coming. We're gonna get caught. Ellie. Thanks, but it's impossible. I'm a Solaris soldier. This is where I belong. I can't go with you. Ellie. Hey, the next time we meet, we'll be enemies. Faye muss an seinen Überredungskünsten noch ein bisschen arbeiten. Mian, get my wyvern powered up now. I must... Oh, Commander, I have a message from Hugh. What? Stop the power up. Recall all men back to base and wait for further orders. That fool. What is he doing down here now? Where is Hugh? Und was für eine Message von Hugh an Ramsus? Well, Margaret, now that we have saved you, may we ask you one thing. Why did you go up against the enemy by yourself? Sorry, but I heard a rumor in town that day. It was said that the sect's sisters, who were captured by Ave, were still alive. Obviously, a groundless rumor started by the enemy in order to lure you out. Please, don't be so hard on her. The Nissan sect is Margaret's home. It's perfectly understandable. Then, you thought you could save them alone? That was stupid. I believed it. So what? I was wrong. But Grandma and Mom were already executed. Oh. Margaret. At any rate, Margaret is here unhurt. That's the main thing. Before luck runs out, let's take Margaret to Nissan. We can talk more there.
Now I'll go prepare Margaret's room. Miss Margaret, may I ask you to accompany me? Das ist ein tolles Lied. Margie! Next time, let us know. We'll go for you. Yeah, I'll do that. Margaret is straining herself, young master. You should be kind to her. Hey, hättet wenigstens noch das Lied zu Ende spielen können. Dann gehen wir mal hinterher. Oh nein. Mindestens einer hier im Chat weiß schon, warum ich gerade oh nein gesagt habe. That Margie, leaving a strange stuffed animal in a place like this. Because of this, we can't get into the bridge. Not strange. Hey Faye, stop the funny voices, will ya? Huh? I didn't say anything. That's weird. Anyway, let's ask Margie to get rid of it. Auch so eine tolle Logik. Da ist offenbar angeblich ein Stofftier im Weg. Das könnten sie doch selber aus dem Weg räumen. Aber gut. Hey Margie, get rid of that strange stuffed animal sitting in front of the bridge. It's in our way. It's not a strange stuffed animal. It has a name. Its name is... Wie soll das Viech heißen? Möchte irgendjemand einen Vorschlag machen? Und wehe, es kommt wieder Sefi. Echt jetzt? Na gut. Ihr habt so gewollt. Oder zumindest einer hat es so gewollt. Es ist Chuchu, eigentlich. Her name is Sefi. But that's weird. It was just here where I put it a moment ago. Nice to meet you. I'm Sefi. I fell in love with you when I first saw you in Blinovik. Wherever you go, I shall go too. I just declared my love. What we thought was just a stuffed toy is actually a living animal? Weird. No wonder it felt strangely lukewarm. What? Looking good, Faye. Oh, das kam jetzt zu spät. Moogie wäre natürlich auch ein schöner Name gewesen. Ich glaube, man kann sie leider nicht mehr umbenennen. Aber heißt das, dass bei dir meine Frage erst viel später ankam? Ja, ich weiß ja nicht, wie sehr der Lag in Twitch unterschiedlich ist von Person zu Person. Looking good, Faye. Ups. Shut up. It's alright. I, as the captain, give you my permission to marry this strange-looking hamster mouse animal who just declared her love for you. Yeah, yeah. Suit yourself. Well, I don't want to interrupt you two lovebirds, so I'll wait outside. Ta-da! Oh, das Lied ist toll. Thank you for your help at the castle. I heard you really riled it up at the tournament. Bart was bragging how you're both buddies and all. Really? I'm so ashamed. I want to be of help to Bart, but I ended up owing him again. Faye, have you seen Bart's back? He's got scars all over his back and it looks so painful. Long ago, when the two of us got caught by Shakan, Bart protected me from getting beaten. Was für fiese Arschgeigen hat Shakan denn bitte angestellt, dass sie sogar ein kleines Mädchen auspeitschen wollen? At that time, I decided to be his follower.
to serve and protect him. Also, solange du nur ein Lag hast, aber ansonsten alles flüssig läuft, das ist ja nicht so schlimm. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei Twitch einfach mal von Person zu Person unterschiedlich ist. At that time I decided to be his follower, to serve and protect him. But he's the one who's always protecting me. Oh, so sorry. Anyway, thanks a lot for saving me. Ja, kannst du aufhören, hinter mir herzulaufen? Hey, geh weg! So. Bart hat draußen gewartet. Jetzt gehen wir nach oben. Das blöde Plop kriege ich irgendwie nicht mehr hin. Young Master, according to Margie, there's quite a troublemaker in Gebla. Yeah, so who the heck is he? Karan Ramses of the Holy Solaris Empire's Special Foreign Affairs Agency. In other words, he's the commander-in-chief of Gebla. It seems that Gebla isn't just after the excavation sites around Ave after all. You mean they're not after the Jasper? If that's their only goal, they wouldn't need to send an important man like him. Young Master, this could become unexpectedly complicated. Doc hasn't come back yet, has he? Wo ist denn der hin? Doc, no need to worry about him. He'll join us soon. Kann ich dann jetzt? We shall have to enter Nisan through the secret road. Let's keep on the lookout for a lone tree in the desert as a sign of where the road lies buried. Shall we launch the Yggdrasil? Go ahead. Also jetzt geht's nach Nisan.